Schönen Tag, liebe Leute. Ich darf vorstellen, Zocken Talk oder Talken Zock. Da sind wir uns noch nicht ganz so einig. Eventuell wisst ihr da zu diesem Zeitpunkt mehr als wir. Niklas Behrens, a.k.a. Alien Invasion Honor. Hallo Niklas. Na? Schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Ja. Wir können noch so weit ein bisschen nach oben gucken. Niklas, du bist StarCraft-Profi. Richtig. Ich wäre gerne StarCraft-Profi. Sehr gerne. Und das, was wir jetzt machen, ja, jetzt schalten wir schön in die andere Kameraposition. Ich werde mir heute von Niklas live erklären lassen, wie schlecht ich eigentlich in StarCraft 2 bin. Oh Gott, das wird so schlimm. Ja. Jo, Niklas, erklär erstmal ganz kurz, wer du bist, was du gemacht hast bisher und wieso bist du StarCraft-Profi und ich nicht? Also ich zocke jetzt gerade wieder aktiv. Ich habe gerade wieder angefangen. Ich habe ein Jahr gearbeitet. Und habe davor ein bisschen StarCraft schon während der Beta angefangen und dann während des Studiums eigentlich angefangen, mir ein bisschen damit was nebenbei neben dem Studium dazu zu verdienen. Einfach so, und, einfach ja. Hast du nur gedacht irgendwie. Ja, ja, ich hatte eigentlich gar keinen Bock, so richtig Pro zu gehen. Ich hatte Warcraft 3 vorher schon gespielt, habe die Szene so mitverfolgt, aber habe nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwie jetzt anfange, wirklich mal ernsthaft zu spielen. Ja. Und dann habe ich halt während des Studiums einfach angefangen, mir die ein oder andere Mark dazu zu verdienen. Habe ein Team gefunden, Alien Invasion, ganz schnell. Und da bin ich jetzt noch immer übrigens. Habe dann nach dem Studium gesagt, okay, jetzt nichts mehr mit Zocken, jetzt arbeitest du erstmal. Also ich habe auch im E-Sport-Bereich gearbeitet, aber halt nicht mehr gezockt. Und jetzt bin ich seit 3 Monaten wieder dabei. Hart, hart. Und jetzt soll es wieder nach oben gehen. Also jetzt gerade ganz frisch wieder in die Top 200, also die Grandmaster League von StarCraft 2 eingezogen. Du bist wirklich weltweit in den Top 200 oder was? Das ist Europa. Top 200 Europa. Aber immerhin, Europa ist ja die Welt. So. Naja. Naja, ich weiß jetzt. Es gibt ja noch dieses komische Ding, wie heißt das nochmal? Korea. Ja, ja. Da geht's steil, ne? Südkorea. Wie viel ist ein sagen wir, Platz 200 europaweit wert im Vergleich zu Korea? Also, wenn du hier Top 200 bist, dann würde ich sagen, du bist in Korea. Boah, das ist schwer. Top, ja, schwierige Rechnung Top wahrscheinlich, ne? 1000. Echt, ist das so hart oder was? So ein ja, das Ding ist, in Korea sind die halt alle auf einem Level ganz oben und das ist ganz schwierig, da mitzuhalten, da ranzukommen. Ja. Und die trainieren teilweise in Teamhäusern und zocken dann auch mal gerne 12 bis 14 Stunden am Tag und machen halt nichts anderes und finanzieren sich komplett einfach nur mit einem Zocken. Ja, Essen wird aber auch überbewertet, das ist uns ja auch klar. Ich würde ganz gerne über Bonjour reden. Bonjour ist dein Ding, was du jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen erst released hast. Bonjour ist eine StarCraft-Schule. Also für mich relativ relevant, würde ich mal sagen. Wir können mal ganz kurz auf die Seite springen. So sieht das Ganze aus. Hast du es schön gemacht. Hast du das in der Uni gelernt? Unter anderem? Ja, unter anderem habe ich sowas wie Grafikdesign studiert. Ja. Ja, merkt man, sieht man. Schön. Schön aufgeräumt alles. Ja. Ja. Aber ob das hier bündig ist, Niklas? Ja, das, klar. Das sieht versetzt aus. Nein. Nee? Okay. Ach krass. Ja. Also Grafikdesign hast du gemacht und... Ja, sieht man. Wunderbar. Erklär mal ein bisschen was zu Bonjour. Was ist der Plan? Was willst du machen? Honor greift durch. Ist ein Format, was du machst, was du vorher, du hast ein Jahr gearbeitet bei Homer J. Genau. Natürlich auch groß bekannt, Homer J, auch in der deutschen E-Sport-Szene, natürlich was StarCraft angeht. Wie bist du dazu gekommen und was hast du jetzt vor damit? So im Detail. Ich kann ihn ja durchklicken. Okay, Bonjour basiert auf meiner Bachelorarbeit tatsächlich. Ach, echt? Ja, also ich habe das Ding schon da geplant. Ich habe nicht daran gedacht, das umzusetzen. Das waren jetzt alles ein paar lange Zufälle, die dazu geführt haben, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich ziehe das Ding durch. Hat auch damit zu tun, dass ich eben schon eine Fanbase habe, eine Community um mich herum habe. Und ich dann einfach gesagt habe, Leute, ich will jetzt Bonjour machen. Das ist eine E-Sport-Schule. Hat jemand Bock? Ja. Und habe ich direkt Leute gefunden. Also auch Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben. Ich habe einen Kommunikationsdesigner, das ist jetzt mein Partner. Und eben einen Entwickler, mit dem wir das ganze Ding umsetzen. Ja, und Bonjour soll im Endeffekt irgendwann mal eine richtige E-Sport-Schule sein, also nicht nur StarCraft 2, es sollen andere Spiele dazukommen, aber wir starten eben mit StarCraft 2 und nur in Deutschland. Ja. Und unser Ziel ist es, Inhalte parat zu stellen, die nicht nur für Profis und Fortgeschrittene geeignet sind, sondern dass wir eben auch absolute Neuansteiger. Hör auf, mich so anzugucken dabei. Ja, du bist schon eine Stufe weiter. Du verstehst ja schon, um was es da geht. Weiter würde ich nicht sagen, zurück eher so. Ja, ich kenne mich aus, ich bin immer noch unglaublich, ich liebe es, entsprechend Pros beim Zocken zu sehen, in die ganzen geilen Turniere und die WCS und was nicht alles gibt. Das ist alles immer noch geil. Das gucke ich wirklich immer noch lieber als irgendwelche Fußballspiele. Ja. Kommt auf die Fußballspiele an, aber trotzdem, ich finde es großartig. Aber wenn ich dann wirklich selber mal ran muss, ist das alles Kraut und Rüben. Das werden wir auch gleich sehen. Leider.
Höchstwahrscheinlich, ja. Okay, da dürfen wir mal gespannt sein, welche Titel du noch irgendwie reinbringst. Und ich gehe mal kurz hier auf die Seite nochmal. Strategy Guides, hier oben sieht man das. Genau, da also hast du dazu ist zu sagen, das ist gerade alles neu angelaufen. Freitag, wie gesagt, war der Launch, das Grundgerüst steht. Und wie man hier sieht, sind wir auch noch immer ein bisschen am Layout anpassen an die verschiedenen Browser hier, und was weiß ich. Ne? Ja. Und ja, es gibt die ersten VODs. Honor greift durch. Und die Build-Order-Guides, die sind zum Beispiel schon da. Oh, gutes Bild. Also wenn du mal runterscrollst, da sieht man die ersten drei Episoden. Das ist dann zum Beispiel, wie ich live spiele und dabei Taktiken erkläre zu verschiedenen Themen. Und Build-Order-Guides, da kann man dann einfach mal, wenn man selber zocken will, sich einfach mal die Builds, also die Reihenfolgen, wie man welche Gebäude und Einheiten baut, in StarCraft 2 sich angucken und abschauen. Und ja, das ist alles gerade gelauncht. Und nach wird sich das weiter füllen. Und zum Beispiel jetzt am Freitag wird die dritte Kategorie, die Basics, nämlich auch gestartet. Und da geht es darum, StarCraft soll von Anfang an zu erklären. Ja. So, dass du zum Beispiel sagen kannst, hier Mutti, das ist das, was ich mache. Hier StarCraft 2, ich weiß, du verstehst es nicht, aber guck dir mal das an. Da erklärt Niklas einfach mal von Anfang an, was das eigentlich alles soll, was ich da mache. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Vielleicht ist das dann auch etwas, was ich dann auch verstehe. Mal gucken, ja. Nee, ich bin ja schon tief im Thema drin. Hört sich spannend an. Ich würde vorschlagen, wir zocken jetzt tatsächlich einfach mal ein 1 gegen 1 direkt. Was soll's? Erstmal gucken, ne? Die Profis. Vielleicht sind die ja gar nicht so gut, wie sie immer sagen. Und dabei schnacken wir einfach weiter. Ist jetzt mein Vorschlag. Also das heißt, wir springen jetzt ab ins Spiel. Oh Gott, das wird alles so grausam. Ja. Ich mache mal einfach hier eine Map auf. Ja, mach doch mal. Ich kannst mich ja schon mal einladen. Ne? Ja. Vielleicht können wir derweil. Die Belle sitzt gerade in der Live-Regie. Hallo, liebe Belle. Vielleicht kannst du schon mal auf die Deckenkamera gehen gerade, damit man sieht, wie schön das hier alles bei uns eingerichtet ist. Diese ganzen Kabel hier. Ach, so viel Kabel sieht man gar nicht. Nö, ist alles gut retuschiert. Ja, schön aufgeräumt. Das ist ja wunderbar. So, und dann können wir jetzt aber schon mal direkt ins Spiel reingehen. Ja, da ist er. Wieso? Du bist Grandmaster, sieht man in diesem goldenen Ding. Genau. Und goldenen Rahmen. So, das ist immer das so. Ja. Oh Gott, der ist. Magst du mal ins Ingame springen, bitte? Bell bei mir. Ja, das ist dieser goldene Rahmen. Ja, wie man sieht, da steht 37, Rang 37. Ich habe 9. Ne? Ach so, das ist Level. Level ist das. Das ist vollkommen irrelevant irgendwie. Das holt man sich irgendwie durch Kampagne spielen und so. Ja, also ich gucke mir mal ganz kurz dein Profil an, ne? Mhm. Alter Schwede, ey. Ja, neue Season hat gestern angefangen, also neue Ladder Season. Du bist viermal bist schon Grandmaster geworden. Mhm. Das ist alles so abgefahren. Und das einfach nur so nebenbei, einfach mal zocken von Warcraft 3, bist dann halt reingestiegen und hast dir gedacht, so, ja, ich glaube, ich kann das ganz gut und jetzt zocke ich mal einfach weiter oder was? Ich hatte keine Ahnung so wirklich, was ich eigentlich machen will nach der Schule, hab dann angefangen zu studieren und nebenbei einfach weitergezockt. Ja, und jetzt sitze ich hier und bin Fulltime-Pro-Gamer und hab meine eigene E-Sport-Schule. Ist schon abgefahren, oder? Schon das geil. Hätte ich mir auf jeden Fall nicht so vorgestellt. Ja. Also ich war E-Sport-Profi auch und es ist alles weggebrochen. Also bei mir ist im Prinzip genau das Gegenteil passiert. So kann man sagen, ja. Wie man sieht hier bei mir, das ist mein Ding, ne? Die ist auch lustig. Ich habe immer gedacht, ich war einmal Diamond. Das war aber tatsächlich noch zur Beta-Zeit. Da war Diamond ja sogar das Höchste. Ja. Nee, da gab es eine Zeit lang. Das war aber auch direkt nach den Placement-Matches, die habe ich irgendwie ganz gut gemacht. Und ich persönlich glaube, das ganze Elo-System war da sowieso noch für den Arsch. Ja, das kann sein. Ich war ein Match, war ich Diamond gerankt, habe ein Match gemacht und wurde direkt wieder runter in die Bronze-Klasse geschoben. Nee, Platin, also steht es hier gerade. Das war ein schöner Moment. Ganz schön. Davon ist nichts übrig geblieben. So, okay, wollen wir zocken? Ja, komm, soll ich mal auf Start drücken oder oh was? Gott. Ja. Oh Gott. Ja, derweil reden wir weiter. Das ist meine größte Ausrede. Ne? Ja, guck mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich will doch mal, wo hier? Da, Lobby. Es geht schon los. Ja, ich habe Start gedrückt. Ja. Oh Gott. Du wolltest doch Denkkamera. Teilen, ab in die Denkkamera. Wunderbar. Dann sieht man das Elend nicht. Scheiße. So, und jetzt erklär doch mal, was muss ich als erstes machen? Wie gehst du denn, du machst eine Schule auf, wie viel bildende Maßnahmen hast du denn? Hör auf jetzt da so zu klicken, ich höre nichts mehr. Kann ich automatisch nicht. Ja. Also von wegen Erziehung, wie schätzt du denn sozusagen die unterschiedlichen Leute ein? Also du machst ja tatsächlich seit längerer Zeit entsprechend Honor Greift durch, wo du halt die verschiedenen Basics und verschiedene Strategien durchgehst. Und Feedback aus der Community kriegst, wie siehst du das Ganze? Also ist das wirklich so komplex irgendwie, dass man eine Schule dafür braucht? Oder? Ja, definitiv. Ja. Also das Ziel ist halt, den europäischen und gerade den deutschen E-Sport ein bisschen voranzubringen. Da das aktuelle Problem, was so ein bisschen da ist, ist, dass klar die Produktion immer besser werden in Europa und auch in Nordamerika.
Aber dass halt die Spieler nicht so da sind, um mit den Koreanern mithalten zu können. Ja. Das sieht man halt so aktuell zum Beispiel in den Turnieren. Da dominiert einfach die südkoreanische Szene. Und die Europäer, es gibt immer mal ein, zwei, die haben da eine Chance mitzuhalten. Ja. Aber wer ist das so aus deiner Sicht? Es gibt da Naniwa. Das ja, ist klar. Ein schwedischer Protoss-Spieler. Ja, der ist auch ein bisschen... oh Gott, ich kriege überhaupt nichts hin, hier zocken und Dings... All! Das ist alles zum Kotzen. Entschuldigung. Ja, ich habe das ein bisschen mitverfolgt. Der ist auch ein bisschen pinsig drauf, ne? Oder? Ein bisschen was? Pinsig. Also ein bisschen gehässig, oder nicht, manchmal. Der ja, der ist so ein bisschen... Der hat so seine eigene Art. Ja, ja, das hast du schön gesagt. Der hat so seine eigene Art, aber ich respektiere ihn vor allen Dingen als Spieler und... der ist halt möglich mit seinem kompletten Ehrgeiz dabei. Ja, das auf jeden Fall. Also das kann man schon mal sagen. Und der ist auch einer, wenn er spielt, dann bin ich eigentlich immer für ihn, gerade weil er eben auch Protoss spielt wie ich. Und ja, dann gibt es eben ein paar Europäer, die haben sich immer wieder gezeigt. Die konnten aber auf lange Sicht dann auch nicht wirklich mitteilen. Aus Deutschland gibt es zum Beispiel... Oh, ich habe hier... Hast du einen Fehler gemacht? Nee, ach, aber ich hatte hier eine Windows-Anzeige. War kurz auf dem Desktop. Ich habe damit nichts zu tun, Mann. In Deutschland gibt es zum Beispiel TLO. Ja, super, genau. Der Darian Wünschel. Genau, Dario Wünsch. Dario, Entschuldigung, nicht Darian, ja. Einer der ersten Europäer, der auch wirklich in Korea ins Haus gegangen ist, genau. Eine Zeit lang. Ich glaube, wie lange war der? Ein Monat war er, glaube ich, da, oder? Nee, länger. Er ist auf jeden Fall freiwillig zurückgekommen und meinte halt auch so aus eigenen Stücken, er hätte da wohl auch weitermachen können, aber das habe ich nur in einem Interview gelesen irgendwie, das war schon alles krass, also der gesamte Lebensstil da drüben und dann in so einem Pro-Haus und das muss schon alles auch echt abgefahren sein, ne? Also die richten wirklich ihr komplettes Leben darauf aus, eben Pro-Gamer zu sein und das heißt zu zocken. Die haben Coaches, die ihnen eben dabei helfen, besser zu werden, die auf Turnieren mitkommen und denen halt auch sagen, was sie zu spielen haben in den verschiedenen Spielen gegen die verschiedenen Gegner. Und ja, schon ziemlich krass, was da für Gebilde hintersetzen. Die fangen da wirklich an, schon an Unis und in Schulen auf Talent-Scouting-Touren zu gehen. Und ja, das ist so das, was in Deutschland und Europa fehlt. Ja. Ja, und die haben eben auch ein ganz anderes Lebensgefühl, was E-Sport angeht. Das ist eben was Normales. Ja. Da, das ist eine Karrieremöglichkeit. Nicht nur das Zocken an sich selber, sondern eben auch sich zu engagieren für Produktion und ja, eigene Projekte, so wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Das ist da eben eine angesehene Karrieremöglichkeit. Ja. Schon echt auch etwas eigentlich Ehrenwertes, wobei man sich da auch immer fragen muss, warum ist denn das eigentlich immer noch so? Ich habe gerade nur gemerkt, meine Scout-Drohne ist im Arsch, ne? Die hast du kaputt gemacht. Du bist ja schon da! Ja, ich wollte nochmal. Ja, du hast doch hier Proxy-Scheiß bestimmt, ne? Nein, sagst du. Das glaube ich dir nicht, ne? Naja, und jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ach, mein Reaper kommt da hier an. Ja, kannst auch aufgeben, wenn du möchtest, ne? Ja. Freu dich mal nicht zu früh. Oh je. Da lachte. Wie ist das für dich? Ich meine, du zockst die ganze Zeit, während du halt auch entsprechend dabei redest. Ist das für dich eine Schwierigkeit? Also ich zum Beispiel kriege das wirklich so gut wie gar nicht hin. Das heißt, während ich hier irgendwie so ganz schlecht versuche, einigermaßen klarzukommen, baust du da gerade schon eine fette Armee auf. Guck mal, ich hab alles falsch hier. Ist das für dich ein leichtes, das zu tun, oder? Nö, das erfordert auf jeden Fall viel Übung. Also ich mache das ja schon länger. Ja. Schon jetzt über ein Jahr, dass ich eben ja, mit meinem eigenen Format Onagive durch, dass ich da beim Zocken rede. Scheiße, ja. Aber mittlerweile fällt mir das relativ leicht. Es ist natürlich noch immer was anderes, als wenn ich mich komplett aufs Spiel konzentriere und nichts anderes dabei mache. Mhm. Dann geht es natürlich leichter, aber so mittlerweile. Ich habe immer meinen Streams immer Kommentar mit an. Also ich habe immer meinen Livestream laufen. Mhm. Zum Beispiel am Sonntag. Da ist immer so meine Hauptstreamzeit. Ja. Und ja, da erzähle ich dann auch den Leuten so, was ich mache. Und mittlerweile geht das ganz gut. Womit würdest du anfangen? Also wenn jetzt zum Beispiel wirklich mir, ich kenne zwar so ein bisschen die Basics, aber trotzdem, das reicht nicht. Wenn du jetzt wirklich, du meintest ja, die Basics kommen jetzt auch bald, um wirklich kompletten Newbies das beizubringen. Von mir aus Leute, die noch nie Videospiele gespielt haben. Was bedeutet denn StarCraft für dich und wie würdest du denen jetzt klar machen, was die Faszination auch gerade in Bezug auf E-Sport ist? Also wie tief das Ganze geht und wie geil das eigentlich ist? Also das Coole an StarCraft ist eben, auch wenn man anfangs vielleicht nur viele bunte Bilder sieht, die sich bewegen, dass es
tatsächlich wie Schach ist, aber eben wie Schach auf LSD. 10 verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Also es geht nicht nur, es geht halt darum, seinen Gegner strategisch zu überlisten, ihn auf falsche Fährten zu locken, ihm falsche Informationen zu geben. Ach so, ich habe gedacht, es geht darum, sich selbst zu überlisten. Nein, das ist so scheiße. Das könnte dazu führen, dass es jemand denkt, aber eigentlich geht es darum, den Gegner zu überlisten und seine eigenen Strategien auszuführen, sich selber als Spieler zu entwickeln. Und es ist eben ein sehr, sehr taktisch, ein sehr, sehr, sehr taktisches Spiel. Und das Coole ist eben, dass man als Zuschauer, wenn man selber nicht spielt, aber so ein bisschen eben mal Kampagne gezockt hat oder die ganzen Units kennt, also die ganzen Einheiten, dass man... Ach, das ist so schlecht. Entschuldigung. Das ist ja, na toll. Dass man... Exakt vorbereitet auf das, was du tust. Auf jeden Fall. Gar kein Problem. Da bringen auch meine scheiß Raketentürme jetzt nichts mehr. Scheiße. Ja. Dann werden deine Finger plötzlich ein bisschen schneller, wa? Scheiße. Geh weg jetzt. Ja, was passiert? Gar nichts. Gar nichts, sagst du. Ich gucke erstmal nur. Ja. Du, die Widow meinst, die gehen auch nach oben, ne? Wenn du die nicht triffst. War doch so, oder? Ja, die gehen auch nach oben. Die können auch in die Luft schießen. Ach, scheiße. Hast du schon welche am Start, meinst du, oder was? Ja, so eine. Das reicht, glaube ich, ne? Ja, jedenfalls ist das Besondere eben am E-Sport oder StarCraft 2 auch, ist diese Zuschauerkultur, die ich so faszinierend finde. Dass eben... nicht nur die Spieler die Community bilden, sondern vielmehr die ganzen Fans, die außenrum das ganze Geschehen mitgestalten. Und mittlerweile nimmt es eben auch so Züge, dass die Leute, die bekannt sind, also Pro-Gamer, so wie ich, dass die eben auch in der Öffentlichkeit dementsprechend mal auf der Straße erkannt werden, dass du anfängst auf einmal Autogramme zu geben. Echt, und sowas. Ist das so? Ja, sehr gut. Wie fühlt sich das für dich dann an? Also ich meine, wie gesagt, von dir kam das ja wirklich aus dem Hobby dann mit viel starker Publikation, sag ich mal. Hätte ich dich fast platt gemacht gerade. Wie fühlt sich das für dich an tatsächlich? Also am Anfang wusste ich gar nicht, was das Ganze alles soll. Ja, es ist halt schon ein bisschen länger so und mittlerweile finde ich das schön. Und klar, es ist halt schön, wenn dich jemand dafür mag, für das, was du tust. Und es gibt dann auch ein gewisses Maß an Bestätigung und ja, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und ja, ganz am Anfang habe ich halt gedacht so, was, Autogramm? Willst du ein Autogramm von mir? Wofür das denn? Und ja, ich finde es einfach cool, dass ich das machen kann, wofür so meine Leidenschaft, so, dass ich die eben zum Beruf machen konnte. Ja. Nicht nur durch das Zocken selber, sondern eben auch durch die Nebenprojekte. Und fühlt sich auf jeden Fall gut an. Sehr gut, wunderbar. Was genau machst du jetzt gerade im Spiel? Ach, ich baue mich hier ein bisschen auf und guck mal so, was du machst. Das heißt, und du hast doch bestimmt wieder einen Observer irgendwo, ne? Schon längst. Ja, klar. Ja, klar. Wo denn? Sag mal, wo? Steht vor deiner Mainbase. Ja, wahrscheinlich. Ne? Vor deiner Natural. Natural ist übrigens... Ach, ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch. Ja, steht da. Genau, das hier ist die Natural, wenn man auf meinem Screen ist, genau. Das heißt, das ist diejenige, die Echse, die Expansion, die am nächsten an dem Spawnpunkt dran ist. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Also das zusätzliche Mineralien-Income, was du dadurch generierst. Genau. Sondern ein zweites Hauptgebäude, das nennt man Natural. Und du schon ein paar Vikings, habe ich gesehen. Nein. Vikings sind ja ganz gut eigentlich gegen meine Tempest, die hier draußen auf dich lauern. Die Tempest sind aber auch wirklich sind schon so cool. Arschloch-Einheiten. Ja, das sind wirklich Arschloch-Einheiten, ja. Guck mal, ne? Wenn wir jetzt noch Brute War spielen würden, dann hätte ich ja schon längst hier meine Goliaths am Start, ne? Oh, ich merke gerade, ich habe viel zu viele Probes gebaut. Muss ich gleich mal eine vierte Base nehmen. Du hast schon 4 Bases oder was? Ja. Mhm. Bell, genau, du bist gerade bei ihm auf dem. Genau. Das, so sieht's aus, wenn ein Profi spielt. Und wenn man dann den Direktvergleich hat, kann man auch mal zu mir schalten. Da passiert was. Ich weiß nicht was. Ich werde angegriffen. Ach, scheiße. Das ist auch Vikings hier, oder was? Ja, ein paar. Ja. Ja. Ein Fokus sehe ich. Ach, das bringt doch alles nichts. Nee, das bringt doch alles nichts. Ja, dann zieht er den weg, ne? Guck, gleich alles kaputt. Das ist doch alles scheiße. Okay, ich muss dir einen sagen, Buddy. Ja? Wenn du selber zocken willst, ja, ist das Wichtigste die Einstellung.
Und gerade wenn man anfängt, ist es extrem wichtig, dass du Fehler erstmal nur bei dir selber suchst und dass du nie sauer auf deinen Gegner bist. Ich bin stinksauer auf dich. Also jetzt gerade bin ich stinksauer auf dich. Das ist falsch, oder was? Ja. Weil wenn du so anfängst, dann hast du immer so eine Wut im Bauch. Ja, okay. Und wenn du dann anfängst zu trainieren, dann bist du einfach nur die ganze Zeit sauer und frustriert. Nee, das bringt nichts. Und dadurch spielst du einfach nur schlechter. Und dadurch lernt man eben auch nichts. Und was man auch nicht machen darf, ist zu spielen, um zu gewinnen. Sondern es geht darum, zu spielen, um besser zu werden. Ja, und tatsächlich auch ein bisschen Spaß zu haben wahrscheinlich. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Wenn du keinen Spaß dabei hast, dann... Ich liebe das. Ich liebe StarCraft wirklich über alles. Das ist wirklich nach wie vor auch mein Lieblingsspiel. Ich finde es immer noch so großartig. Aber bevor ich spiele, ich muss dafür wirklich im Mut sein. So, ich bereite mich dann vor. Wenn ich überhaupt irgendwie erstmal online zocke, dann ist es tatsächlich so, dass ich erstmal trainiere. Erstmal gegen die KI, erstmal gucke, okay, sind meine Finger da, kriege ich die Hotkeys noch drauf, etc. Übe Build-Order und etc. Aber es ist, passiert halt nichts. Guck mal, jetzt komplett verpeilt. Hab einfach keine Ressourcen mehr. Das ist wahrscheinlich nicht gut, wahrscheinlich, ne? Und da greift er mich an. Ja, das ist... Ja, nee, ohne Ressourcen. Ja, kriegt das alles nicht, ne? Ja, das war's. Oh, das war ein bisschen Army. Oh. Weg da. Okay, warte mal. Da habe ich doch was vorbereitet. Gibt es Psystorms oder was? Mhm. Klumpen ist immer schlecht, ne? Klumpen ist immer schlecht. Da neigt die Army ja allgemein immer zu. Au, 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 au. Aua, au, au, au. Ups, das ist ein bisschen viel, was? Ja. Ja, gut, okay. Ja, das bringt alles nichts. Ja, ich glaube, wir können gleich mal pausieren, ne? Ich glaube, das. Oder meinst du, ich hätte noch eine Chance? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, jetzt aktuell würde ich deine Chancen sehr schlecht einschätzen. Ja, fahr einfach mal rüber. Fahr einfach mal rüber. Wir können dabei noch mal ein bisschen labern. Meine Konzentration ist so tief drin, wenn man dann im Match ist. Ich höre jetzt einfach im Auto, kannst mich einfach schon mal platt machen, dann hat man noch mal ein schönes bildliches Finale jetzt, ne, für die Zuschauer da draußen. Ich habe bei mir persönlich, also um da schon reinzuhören, also ich kenne alle Begriffe, klar, weil ich halt logischerweise mir auch die Streams reinziehe und die großen Turniere und weil ich halt auch selber einfach gerne spiele. Aber ich krieg's bei weitem, ich krieg die Scheiße einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin, irgendwie meine Mineralien auszugeben. Ich krieg's nicht hin, parallel wirklich mich auf eine Strategie irgendwie festzusetzen. Mhm. Und wenn ich's mal hinkriege, dann nur im Early und wenn im Midgame sozusagen, wenn's dann weitergeht, wenn die ersten Konfrontationen im Prinzip mit dem Gegner kommen, dann verlässt mich alles komplett. Dann konzentriere ich mich auf nicht stacken, auf irgendwie die Einheiten irgendwie auf richtige Hotkeys zu setzen, vergesse dann wiederum meine Echo und boah, alles im Arsch. Das kann man doch nicht trainieren, oder? Natürlich kann man das trainieren. Aber wie denn? Also das sprichst du genau den Punkt an, der wirklich am schwierigsten ist. Und das ist eben neben dem Makro, also neben Basisbau und Einheiten produzieren, auch noch mit seinen Einheiten dann zu kämpfen und beides gleichzeitig zu machen. Das ist eben so, du brauchst ja die perfekte Balance eigentlich bei StarCraft 2 zwischen diesem Makro und dem Micro, zwischen der Kontrolle von deinen Einheiten. Und ja, das zu trainieren, das schaffst du einfach nur über konstant weiterspielen. Aber konstant weiterspielen. Ja, okay. So, ich komm, was soll's. GG, Dankeschön, Niklas. Das war erbärmlich. So, ja, dafür, dass du lange nicht gezockt hast. Ja, ach. Das war ganz ja, war das nicht so schlecht oder was? Hättest du Schlimmeres erwartet? Ja, danke. Ja. Ich habe tatsächlich mal einen auf der Gamescom. Haben wir für LG jetzt im, ich glaube, oh Gott, das dritte Jahr in Folge inzwischen schon auf der Gamescom halt, den Bühnenprogramm gemacht. Und stimmt, da waren immer Leute von IM, ne? Mhm. Ja, die Koreaner. Hier, gegen MVP gespielt. Ich habe gegen MVP gespielt. Mhm. Ist ein ganz guter, Pro, kann man sagen. Ne? MVP, der ist so in Ordnung. Ne? Ist einer der Besten. Ja, eben. Ja. Und ich habe gegen den gespielt und er meinte am Ende, ich spiele wie ein Siebenjähriger. Was okay war, weil meine Endschätzung war so 2,5, schwierig. Ja. Aber das war auch sehr erniedrigend. Ach, der hätte mich direkt mit einer Pro platt machen können. Ich glaube, du persönlich auch, oder? Sei ganz ehrlich, wenn ich du am Anfang direkt mit einer Probe rein und direkt einfach nur... Also ich hätte nicht direkt das Spiel beenden können. Aber ja klar, aber hättest du mich so ablenken können irgendwie. Ja. Ja.
Micromanagement ist das Stichwort, ne? Genau. Ja, zum Kotzen. Das ist so mein Fazit, ne? Das war, ich würde jetzt mal ganz kurz dieses Video pausieren, weil ich muss mich beruhigen. Niklas, wir machen gleich noch ein bisschen weiter. Es wird ein nächstes Video geben, das wird es dann vielleicht für euch morgen geben oder sonstiges. Bleibt auf jeden Fall dran, wir werden gleich nochmal eine Tour-und-Tour-Runde machen. Hast du noch Bock? Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ja, und dann machen wir noch eine Tour-und-Tour-Runde und dann kann Niklas mir mal direkt irgendwie nochmal sagen, was ich alles falsch mache. Aber dir schon mal vielen Dank für diese erste Einweisung. Checkt mal bonjour.de ab, auf jeden Fall. Und wenn ihr selber Bock habt und gesehen habt, wie gut das gerade war in der Theorie auf jeden Fall, dann könnt ihr euch wahrscheinlich von Niklas ein paar Tipps geben lassen. Ich kann nur sagen, StarCraft ist groß. Kann man auch wirklich einfach nur frei raussagen, oder? Ist ein sehr, sehr gutes Videospiel. Ja. Computerspiel. Für mich das Beste. Ja, finde ich auch. Dann winken wir nochmal in die Deckenkamera. Das war's von der ersten Episode Zocken Talk oder Talken Zock oder wie auch immer. Wie gesagt, das nächste Mal, nächste Runde nochmal mit Niklas, dann Tour und Tour. Bis gleich.